Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück beim Goblin Auto Club Manager, wo ich immer noch daran arbeite, diese regionale, ist es regionale? Also die aktuell schwierigste Liga zu besiegen oder zu gewinnen. Ich war letzte Episode so nah dran, bis ein mir unerklärlicher Fehler mich den Sieg gekostet hat. Nun haben wir wieder 10 Qualifikationsrennen vor uns. So schön, es geht für mich einfach nur darum, Geld zu machen, mein Auto zu verbessern, um dann endlich in der nächsten Episode den Titel zu gewinnen. Das ist aktuell unser Fahrzeug, aufgepumpt mit Pyter am Steuer. Lief gut die letzten Male, bis auf meinen Fehler, und deswegen springen wir direkt rein. Machen hier auch alles schnell, weil ich will eigentlich einfach nur das Geld kassieren und dann eben nächste Woche am Montag auf jeden Fall zur Meisterschaft wieder da sein. Das ist der Plan. Gucken wir mal. Erster und zweiter Platz, glaube ich, bringen mir Geld. Auch wenn wir hier eigentlich rein elo-technisch gesehen klarer Favorit sind. Ich glaube, wir fahren hier tatsächlich mal eine Null-Stopp-Strategie. Es sei denn, der zweite geht nochmal in die Box. Dann würde ich sogar sagen, gehen wir auch rein. Ansonsten versuche ich es jetzt hier mit null Stops zu machen. Das könnte tatsächlich funktionieren. So, jetzt ist wichtig, links ist meine Turbo-Taste. Und wir machen eine Null-Stopp-Strategie für den Sieg. Schön. Bringt uns über 2000 oder knapp 2000. Nehme ich mit. Vielen Dank dafür. Haben wir irgendein Ziel aktuell vor Augen? Den Fahrer eventuell, aber sein Aggressionsbereich gefällt mir. Also springen wir darüber hinweg. Lassen mal neue Sachen kommen, dass wir so ein Ziel vor Augen haben. Nicht wirklich. Ich sehe hier jetzt kein wirklich interessantes Teil für mich. Es gibt mir nochmal. Der Bob-Blob. Bringt mir Rollwiderstand und Luftwiderstand. Verringert allerdings die Bodenhaftung. Gucken wir mal kurz, was das denn so bedeuten würde. In unserem aktuellen Motor. Ist der hier, der Wow-Button. Der ist halt deutlich besser. Was können wir noch holen? Bremsen, die will ich nicht. Oder Zubehör. Kostet 10.000. Ignorieren wir erstmal. Wir brauchen Geld. Meistens Geld gibt es hier. Schwierige Konkurrenz, gerade die Sandworms. Wenn wir einen guten Spawn bekommen, denke ich, gewinnen wir das. Wenn nicht, dann wird es schwer, auf Platz 2 zu kommen. Wir haben den dritten Platz. Das gefällt mir gar nicht. Danke. Jetzt sind wir schon Zweiter. Haben allerdings die Sandworms direkt hinter uns, die mich ja beim letzten Mal wieder um den Titel gebracht haben. Allerdings wegen deren Erfolg, nicht wegen, eigentlich wegen meines Fehlers. Fahren wir eine, nein, Null-Stopp-Strategie in 9 Runden schaffen wir nicht. Wir gehen auch in die Box, weil wir hier direkt hinter ihm sind. Und vielleicht können wir an einer Stelle mit Pyter an ihm vorbeikommen. Wir sind immer in seinem Windschatten. Er wird noch einen Boxenstopp machen. Ich glaube, ich mache keinen mehr, dann gewinne ich das Rennen. Die Sandworms müssen wieder in die Box. Das haben wir schon in der letzten Meisterschaft gesehen, dass die sehr häufig in die Box gegangen sind. Also die Haltbarkeit meines Motors könnte mir in diesem Jahr auf jeden Fall die Meisterschaft bringen. Was natürlich bedeutet, ich darf eigentlich schon gar keinen neuen Motor holen. Ich glaube, wir müssen doch in die Box gehen. Weil ich glaube, noch eine Runde schaffe ich es nicht zu verteidigen. Oder wir versuchen es, wir riskieren es. Die Sandworms sind wieder in der Box. Jawohl. Schön. Wenig Boxenstops, das Ding nach Hause gebracht. Kassieren nochmal ordentlich Geld. So kann es gern weitergehen. Wir sind aktuell Erster. Wir sind also damit aktuell Favorit auf den Meistertitel. Das ist eine harte Konkurrenz. Alles in den Top 16 bringt aber auch mit Abstand am meisten Geld. Und will ich haben. Platz 2 hier wäre auch noch gut. Wir machen es einfach. Geld scheffeln, Geld scheffeln, Geld scheffeln. Aggressivität hoch. Wir starten auf 3. Gefällt mir nicht. Hätten da fast den Fehler nutzen können. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall wenigstens einmal in die Box gehen. Das machen wir, glaube ich, jetzt, weil wir vor dem wieder rauskommen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir den ersten Platz holen können. Es sei denn, der erste macht einen Boxenstopp und wir fahren jetzt hier perfektes Rennen. Der Vorsprung ist aber so groß, ja. Mit einem zweiten Platz. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben.
Der erste wäre natürlich toller gewesen, aber der Spawn auf 3 ist nicht gut. Deswegen nehme ich das doch mit. Hier, das sieht nach relativ easy Moneten aus. Also zweiter soll fix sein. Wenn wir wie immer einen guten Spawn haben, ist der erste sogar souverän drin. Was haben wir für einen Spawn? Wir spawnen auf 1, gefällt mir. Ich weiß nicht, wie das entschieden wird, wo man startet. Also es ist nicht nach Elo, sonst wäre ich jetzt aktuell immer Erster und müsste schon seit geraumer Zeit eigentlich immer auf 1 spawnen. Aber hier, wir haben so einen Vorsprung schon. Ja, ist ein easy Sieg. Gehen wir jetzt sogar in die Box rein. Wir hätten wieder 0-Box-Strategie fahren können, aber ich will kein Risiko eingehen. Weil ein Fahrfehler und dann einen schlechten Motor und schon kommt der zweite nah ran. Wir nehmen jetzt die Aggressivität raus. Spielen das ganz gemütlich runter. Die beide gehen in die Box. Perfektes Timing. Dankeschön. Das Überrunden ist geschenkt. Und jetzt habe ich gar kein Problem mehr, das Ding nach Hause zu bringen. Sind sogar kurz davor, den zweiten noch zu überrunden. Könnten wir vielleicht schaffen mit ein bisschen Turbo. Wir versuchen es. Nein, leider nicht. Aber trotzdem erster Platz. Danke für das Geld. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Natürlich. Die Sandworms als einziger Konkurrent. Das heißt, zweiter Platz ist sicher. Macht 800 Geld. Hier könnten wir ein bisschen mehr gewinnen, wenn wir Erster werden. Aber interessiert uns nicht. Wir starten wieder auf 3. Was mir nicht gefällt. Ja, der Erste ist halt schon quasi weg für mich. Wobei, der muss oft in die Box gehen. Das ist das, was mir gerade noch gekommen ist. Die Sandworms gehen oft in die Box. Das heißt, wenn wir hier einfach nur jetzt nicht in die Box gehen, sind wir auf jeden Fall vor ihm. Ah, geht er nochmal in die Box? Ja, jetzt macht das natürlich nicht, gell? Schade. Ja, dann wird es ein zweiter Platz, ist auch okay. Ist in Ordnung. Wir nehmen den zweiten Platz mit. Natürlich deutlich weniger als erhofft, aber naja. So ist es halt. Hier ist gar kein Rennen wirklich schön für mich. Ja. Gehen wir hier hin. Könnte am meisten Geld in die Kassen spülen. Wieder ein schlechter Spawn. Guter Spawn auf 2. Wenn wir den Stab nicht vermasseln. Und dann eben auch einfach auf die Haltbarkeit des Motors gehen. Sollten wir das Ding hier auf 1 nach Hause bringen. Gucken wir mal, wie oft der aktuell Führende in die Box gehen muss. Oder ob wir sowas machen. Jetzt gehen wir auch in die Box. Damit wir vor ihm bleiben, im besten Fall. Er fährt in uns nochmal rein. So, der vierte stört mich jetzt so ein bisschen. Auch, dass der dritte so nah an uns dran ist. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier den Turbo nutzen, um an ihm vorbeizukommen. Leider haben wir uns selbst da in die Bredouille gebracht. Okay, wir gehen auch in die Box. Danke. Ich fand das nicht ganz so angenehm, dass ich quasi durch diesen kleinen Unfall dem zweiten auch ermöglicht habe, leicht am vierten vorbeizukommen zum Überrunden. Aber das wird, sofern Peter keinen Unfall baut, hier ein easy Sieg für mich, ja. Danke. Noch mehr Geld aufs Konto. Ja, wenn das so weitergeht, können wir heute auch gleich noch die Meisterschaft fahren. Machen wir heute eine längere Folge. Und wir sind nur noch Zweiter, weil wir so wenig Elo-Punkte sammeln. Aktuell. So, 15 Runden ist natürlich eine Menge. Aber gut. Wenn wir hier schnell einen Vorsprung rausfahren. So. Das war jetzt extrem dumm. Wir müssen nochmal zurückfahren. Trotzdem Überrundung des vierten geschafft. Die anderen hängen noch hinter ihm her. Das gefällt mir sehr gut. Wir nehmen jetzt die Aggressivität ein bisschen raus. Schade, den vierten zum zweiten Mal überrundet. Am dritten hängen wir dran. So, den dritten. Jetzt müssen wir leider in die Box gehen. Aber immer noch eine halbe Runde Vorsprung auf den zweiten, auf die Sandworms. Schön überrundet. Den vierten zum dritten Mal überrundet, den dritten mitgenommen. Das war jetzt absolute Katastrophe. Jetzt kommen die Sandworms an uns vorbei. Aber die gehen nochmal in die Box.
Okay, das Ding nach Hause gefahren. Hinten raus wurde es knapper als nötig. Aber ist egal. Wir nehmen das gerne mit. Gibt es irgendwas Gutes? Ich glaube nicht, gell? Der hat sich jetzt nicht so überragend rausgestellt, deswegen überspringen wir das. Das ist gar nichts gut. Ich meine, er steigert hier ordentlich den Wendekreis und die Bodenhaftung, wenn wir den Motor nehmen würden. Ich glaube, das ist aber im Vergleich zum anderen, weil das ein Upgrade ist. Will ich nicht haben. Hier ist nichts für uns drin. Wieder der Schick. Das ist nicht Gutes. Gib mir mal was Besseres, bitte. Red Ring. Ich glaube nicht, dass der uns wirklich was bringt, wenn wir ihn nehmen würden. Das ist aktuell unsere Auswahl. Er bringt uns halt... Ich meine, wir verlieren Offroad. Wir gewinnen allerdings deutlich an Bodenhaftung und ich meine auch an der Brems... Nee, an der Bremsgriff verlieren wir. Wir gewinnen aber an der Leistung. Wir nehmen mal die Red Rings. Guck mal, wie wir damit klarkommen. Aktuell. Versuchen wir es mal in einem Rennen. Moneten gibt es hier. Ist natürlich jetzt problematisch, weil es ist ein Offroad-Rennen. Gerade das, was wir geschwächt haben bei uns. Es sind aber auch nur 4 Runden. Und eventuell können wir hier mit einer... Mann, das war extrem schlecht gemacht beim Überholen. Ich glaube, mit einer Null-Stopp-Strategie kommen wir hier nicht durch, oder? Nee, können wir nicht, aber er muss auch in die Box, deswegen machen wir das. Und müssen jetzt eigentlich nur den ersten Platz verteidigen. Wir gehen ein bisschen raus, was die Aggressivität angeht. Weil wir im Prinzip das Ding nach Hause... Ja, das fahren wir nach Hause. Also wenn wir das vermasseln, dann haben wir es nicht anders verdient. Weil wir haben so viel Vorsprung. Schön. Vielen Dank dafür. Noch mehr Geld. Wieder nächstes Rennen. Gehen wir ins Eis. Hochgedreht. Hochgespeedet. Wir starten auf 4. Ist natürlich ganz schlecht. Schön vorbeigezogen an der Stelle. Gute Kurvenlage von ihm. Es gefällt mir. Wir müssen auf jeden Fall in die Box. Ich glaube, wir gehen jetzt in die Box, weil der Erste wird auch noch in die Box gehen müssen. Dass wir jetzt hinter dem Vierten stecken, ist so ein bisschen uncool. Oh, das war aber ein sehr schönes Überholmanöver. Wir fahren jetzt hier ohne weiteren Boxenstopp durch. Haben den Vierten zwischen uns und dem Zweiten. Ja, nächster Sieg. Oh, es ist ein sehr, sehr angenehmes Rennen aktuell. Ich glaube, wir werden die Meisterschaft auch so schnell durchlaufen lassen. Einfach nur um... Eventuell, also wenn wir ins Finale kommen, wird das finale Rennen wieder in der Doppelgeschwindigkeit gespielt, nicht in der Dreifach. Okay, wir müssen in die Box. Direkt vermasselt. Da den Unfall genutzt. Wenn der Erste in die Box geht, haben wir ihn. Wenn er nicht in die Box geht, haben wir ihn vielleicht... Danke. Wollte ich gerade sagen, haben wir ihn auch. Weil wir die lange Gerade haben, unseren Turbo nutzen können. Jetzt nehmen wir die Aggressivität raus, damit nichts mehr schief geht. Und springen jetzt noch rein in die Meisterschaft. Super. Das ging jetzt sehr angenehm. Kurz nochmal gucken, ob wir irgendwas Überragendes kaufen können. Weg mit euch. Gebt mir was Gutes, bitte. Oh, der hier könnte interessant sein. Der bringt uns Offroad rein. Verliert uns allerdings beim Luftwiderstand. Wir nehmen den mal und gucken uns das mal an, wenn wir ihn auswählen. Wenn wir ihn nehmen im Vergleich zum Wow-Button. Er bringt uns Gewicht. Der Wow-Button, ich meine, der Ding ist natürlich weniger Schaden. Und ich meine auch, dass er in Luftwiderstand besser ist, ja. Ich bin immer noch ein Fan des Wow-Buttons. Wir bleiben bei ihm, ganz klar. Okay, Rennen Nummer 1. Wer es nicht weiß, die ersten 2 kommen in jeder Runde weiter. Außer im Finale, da muss natürlich der erste Platz erreicht werden. Wir lassen das hier schnell laufen. Ganz simpel. Weil das einzig Wichtige ist das Finale. Wenn ich jetzt hier vorher rausfliege, weil ich nicht nur die ersten 2 komme, dann habe ich es nicht anders verdient. Und dann ist es so. Aber ich denke, dass das Spannende halt wirklich ist, diese Meisterschaft zu erreichen.
Und dann können wir, wenn ich denn heute mal Erster werden würde, in der nächsten Woche die neuen Strecken endlich kennenlernen, weil es gab schon vor 2 oder 3 Wochen ein Update mit neuen Strecken, die ich bisher noch nicht sehen konnte, weil für die neuen Strecken muss man eben erst in die nächste Liga kommen. So, den zweiten nehme ich hier mit. Wie gesagt, ist vollkommen okay. Ich muss nicht besser als Zweiter werden im Viertelfinale. Warum da einer auf der Rennstrecke rum, ich sogar zwei, weiß ich nicht. Das kann gefährlich sein, gell? Das wisst ihr schon. Wir machen auch keinen Boxenstopp mehr. Vielleicht verteidige ich den ersten Platz, vielleicht verliere ich ihn noch. Ich glaube, den könnte ich sogar verteidigen, ja. Super gut, vielen Dank. Erstes Ding überstanden, dann skippen wir die ganzen anderen Rennen. Und wir haben nicht die Sandworms bei uns, das sind die hier. Wir machen keine Änderungen, wir lassen alles gleich. Beschleunigung hoch, Aggressivität hoch. Für den Anfang. Ich versuche wieder mit möglichst wenig Boxenstops durchzukommen. Ich glaube, dass das so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Wenn natürlich dann solche Unfälle passieren, ist das natürlich nicht unbedingt gut, sondern eher kontraproduktiv. Aber da er jetzt in die Box geht, ignorieren wir das. Wir versuchen Vorsprung rauszufahren, was uns nicht wirklich gelingt. Dann gehen wir jetzt in die Box. Wir haben genug Vorsprung auf den dritten, um vor ihm rauszukommen. Und was ja auch, würde ich schon sagen, so ein bisschen beeindruckend ist, wir nutzen eigentlich kaum den Turbo. Das heißt, wir sind in der Lage, die meisten Gegner zu besiegen, ohne den Turbo zu nutzen. Das finde ich schon ein Zeichen dafür, wie sehr wir uns entwickelt haben seit der ersten Folge und wie wir unseren, vor allem unser Auto natürlich aufgemotzt haben. Und auch bessere Fahrer gekauft haben. So, Boxenstopp. Die letzten Runden stehen an. Der dritte ist schon... Ich wollte gerade sagen, er kommt nah ran, könnte gefährlich werden, aber jetzt ist das Ding auf jeden Fall gewonnen. Beide waren in der Box. Die werden uns hier nicht mehr überholen in der letzten Runde. Von daher rauf ins Finale. Und hoffentlich kann ich endlich meinen Titel gewinnen. Und Sandworms fliegen raus? Natürlich nicht. Das ist mein größter Konkurrent hier, die Sandworms. Deren Fahrer ich gern klauen würde. Das größte Problem, was ich sehe, ist tatsächlich einfach nur Offroad. In allem anderen sind wir eigentlich besser, gut im Wendekreis nicht, aber ist jetzt weniger schlimm, finde ich. Und wir haben direkt die Wüste. Ist natürlich das größte Problem. Wir machen doppelte Geschwindigkeit. Wir haben jetzt eigentlich... Oh je. Ich wollte gerade sagen, eigentlich die für uns schlimmste Strecke hier. Alle müssen in die Box, außer der erste. Grandios. Hilft mir natürlich, dass die Sandworms auch schon direkt rein müssen. Und wie langsam das Rennen jetzt einfach wirkt, weil wir eben auf der doppelten Geschwindigkeit, nicht auf der dreifachen Geschwindigkeit fahren. Aber um meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Wir haben natürlich jetzt das Problem, wir spielen gegen die Sandworms, die besser sind im Offroad, als wir auf einer klaren Offroad-Map. Das ist mein großes Problem. Das war ein sehr schönes Überholmanöver. Schade, dass der dritte die Sandworms nicht noch mitgenommen hat beim Unfall. Die gehen in die Box. Ich glaube, ich fahre dieselbe Taktik wie in der letzten Episode. Oder im letzten Finale. Wenn die Sandworms in die Box gehen, gehen wir auch in die Box. Weil, wenn die in die Box gehen, ist deren Motor schneller. Und ich glaube, sie holen eher auf uns was auf. Also, wenn wir draußen bleiben, die eine Runde, gewinnen wir, glaube ich, nicht so viel, als dass wir im Vorsprung rausrucken. Das ist eine Ausnahme jetzt, weil die müssen in die Box aufgrund des Unfalls. Dementsprechend nutzen wir das, um Vorsprung rauszufahren. Weil jetzt kann ich eine Runde später reingehen und würde trotzdem vor den Sandworms bleiben. Und ich werde nachher, wenn ich Erster sein sollte, definitiv die Finger lassen von der Tastatur, dass ich nicht wieder diesen extremen Fehler mache und sage, mach einen Boxenstopp kurz vor der Linie, anstatt den Turbo zu drücken, wo ich einfach nur... Das war ein bisschen arrogant. Das muss ich mir angreifen. Es war arrogant, da noch den Turbo rauszuhauen. War mal unnötig. Auch wenn wir dann noch im Überrundungsmanöver waren. Ich glaube, den dritten wollten wir überrunden.
Wir hatten hinter uns die Sandworms, so halb vor uns hatten wir den dritten, der mich nicht vorgelassen hat hier für die gesamte letzten Kurven. Und dann hatte ich hier gesehen, dass die Sandworms rankommen und ich hatte riesen Schiss, dass die mich schlagen können. Wir gehen in die Box übrigens, weil die Sandworms sind weit hinter uns. Und ich will nichts jinxen, aber das muss der Sieg sein. Die Sandworms gehen wieder rein. Das muss der Sieg sein einfach. Also wenn ich das vermassle, glaube ich, kann ich aufhören mit diesem Projekt und sage, ja, okay, ich bin es nicht wert, ich werde gefeuert bei meinem Club. Obwohl ich der Eigentümer bin. Wir gehen wieder in die Box. Wir gehen wieder in die Box, weil die Sandworms werden in der nächsten Runde in die Box gehen. Und ich will denen nicht die Möglichkeit geben, mich irgendwie attackieren zu können. Guckt euch das an. Was für ein Vorsprung. Komm. Vorletzte Runde startet gleich. Ihr werdet nochmal in die Box gehen, Sandworms. Euer Motor hält das nicht aus so lange. Was mir gefällt, ist, der vierte geht in die Box. Das heißt, das Überrunden wird uns einfacher gemacht. Den dritten kriegen wir sowieso nicht mehr überrundet. Da ist es. Das ist es. Das ist der Sieg. Endlich geschafft. Endlich habe ich es geschafft, diese Meisterschaft zu gewinnen. Wir könnten richtig arrogant sein, nochmal in die Box gehen, aber das mache ich nicht. Weil das baut nur negative Energie auf, gefühlt. Und da ist er. Da ist der Sieg. Wir haben den Titel geholt. Endlich gewinnen der regionalen Meisterschaft. Achievement bekommen am Tag 160 steige ich in die Länderliga auf. Alle neuen Strecken sind auf irgendeine Art verrückt. Wie die allerdings aussehen, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Ich würde es gerne sehen. Wir gucken uns mal hier die Liste an. Um zur Meisterschaft zu kommen, brauchen wir 1896 Punkte. Wir liegen aktuell bei 1555. Das sind also fast 350 Punkte, die wir holen müssen, um eben an der Liga teilzunehmen. Werden wir mal sehen, wie das funktionieren wird. Wir dürfen nicht letzter werden, sonst steigen wir ab. Aber das sollte eigentlich nie passieren. Was haben wir denn hier so für Konkurrenten? Ja, die sind schon... Die sind eigentlich... Vor allen Dingen Offroad sind sie halt immer besser. Da muss ich mal gucken, was passiert. Bis dahin bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich seid ihr dabei, wenn es weitergeht. Mit der neuen Liga, mit neuen Strecken. Und hoffentlich weiter Erfolg. Bis dann, alles Gute und auf Wiedersehen.